So, damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bull Simulator hier auf der PlayStation 4 mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute auf der Linie 18 geht's heute Hauptbahnhof nach Hafen Pier 1. So sieht heute unser Plan aus. Wir haben in der letzten Folge die Linie 17 abgefahren von Ressel nach Lagerhallen. Und ja, die sind wir meiner Meinung nach eigentlich schon gefahren. Schande. Aber wir haben jetzt alle Fahrer jetzt aufgesetzt. Das heißt, wir sollten jetzt zu dem Punkt jetzt immer näher kommen, dass wir jetzt hier diese Aufgaben eventuell abschließen. Deswegen nicht lange Sülzen, sondern Fahrt beginnen. Das wäre doch schon mal was. So. Pre-Order-Bus. Citaro G. So schaut's aus. So, ab auf D. So, also Einsteige bitte. Heute mal mit einem MAN unterwegs. Wundervoll. Ja, der Iveco finde ich jetzt gar nicht so spannend, muss ich sagen. Auch vom Dashboard her jetzt nicht so. Also, die einzigen beiden, die mich halt doch so ein bisschen, ja, ist halt schon der Citaro und der MAN. Aber das ist halt hart Geschmackssache. Ja, nicht jeder mag jetzt zum Beispiel Mercedes und so weiter und so fort. Arbeitergasse. So, hoffentlich diesmal ein bisschen unfallfrei. Das wäre natürlich super. Die neuen Stadtbusse finde ich echt gut. Oh, danke, 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 danke. Ein Tagesticket. Standard. Danke. So, Fischgrund. Das sieht doch schön ab hier, ne? Der MAN. Der Kollege. Parken in Perfektion. Parken in Perfektion, ja. Naja. Ja, ihr könnt ja gerne, wie gesagt, auch mal so ein bisschen vorschlagen. Was? Ein Fahrgast hat was im Bus vergessen. Oh, das ist ja zum Beispiel ein Event. Wer sagt, die Fahrgast zurückgeben? Der hat jetzt schon Bim-Bim-Bim gemacht, als ob das schon falsch war, dass wir die jetzt eingesammelt haben. Ach, verdammt. Also, jetzt können wir zumindest. Hier ist die Fahrkarte. Was? Ja. Muss ich mal einsehen. Na klar, hier. Wenn wir mal hier dabei sind, können wir auch gleich nach Tickets fragen. Hier. Bitte. So, du möchtest gerne einzeln. Standard. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln. Standard. Drücken. Und 2,30. Danke. So. Eine Fahrkarte bitte. Du auch noch.
Woche Senior. Das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte, man hebt das auf und dann. Das hat sie gemein. Ja, also auf jeden Fall kann ihr zum Beispiel jetzt für die nächste PlayStation-Generation oder Xbox-Generation gerne mehr jetzt solche Simulationen erscheinen, bin ich voll dafür. Also ich unterstütze sowas auch sehr, sehr gerne. Oh, wir sind falsch. Unterstütze ich auch sehr, sehr gerne, ja. Also das sind so Spiele, die kann man halt immer mal so zwischendurch spielen. Halt ganz gut, wenn man jetzt mal jetzt nicht so auf so Kampagne oder Karriere oder einfach mal so für eine halbe Stunde den Bus-Simulator angeschmissen, los geht's. Tatsächlich muss ich sagen, also auf der Messe, auf der kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich renne doch jetzt da jetzt nicht die Fahrgäste die ganze Zeit hinterher. Oh, das ist schon ein langes Gerät hier. Also hier einfach mal so durchkommen, es ist schon nicht einfach. So. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Senior. Drücken. Ja. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber ich werde jetzt mit 20 Euro wieder bezahlt hier. Danke. So. Und weiterfahren bitte. Weiterfahren. Auf jeden Fall müssen wir noch die eine Aufgabe machen, wo wir noch diese restlichen Haltestellen auf Rang 3 bekommen müssen. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen halt nur oft genug angefahren werden. Ich glaube, die eine Haltestelle habt ihr in der letzten Folge gesehen. Die haben wir schon Rang 24. Und dann sollte das hier eigentlich... Oh, jetzt ist er mir reingefahren, ey. Oh. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Er ist mir in den Bus reingefahren. Also ist das ärgerlich, ja? Also ich muss aber auch sagen, ich finde diesen Bus mega unpraktisch. Danke. Die Kurven sind jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass sie jetzt gut ausbalanciert sind. Also die Kurven sind teilweise schon echt eng. Und natürlich das mit so einem Ding hier zu fahren. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt.
Ach, ärgerlich. Mir so eine Mühe, hier doch schon die Kurven großzügig zu nehmen, weil die Hinterachsen scheinbar nicht mitlenken. Das ist ein bisschen sehr schade, gerade bei solch einem Bus lenkt die Hinterachse meistens immer mit. So, Bootsbauergasse. Blinker korrekt eingesetzt. So, einzeln, Standard, drücken. Danke. Düt. So, siehst du mal. Schöne fette Schlaglöcher hier. Ah, das klingt ja furchtbar, die Hupe hier bei dem. Sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor was. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ich höre jetzt nicht. Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Was? Ach so. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, wie ich es möchte. Kein Schwarzfahrer hierbei. Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Manchmal haben die schon interessante Gesprächsthemen hier in dem Bus hier, aber ich glaube, das ist in Wahrheit wirklich so, dass die hier manchmal so Themen haben. Was steht denn hier so? Die wahrscheinlich keinem interessieren oder sowas. Ja, so, der kann ja einfach sagen, ja, die Klappe da hinten, ja, interessiert mich jetzt nicht. Oder sowas. Stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann geht's eben. Das wäre jetzt zum Beispiel interessant gewesen. Was gibt's?
Oh, eine Verspätung jetzt hier, weil wir hier die ganze Zeit im Stau stehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Oh. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln. Also das ist zum Beispiel auf dem PC echt hart aufgefallen. Eine Fahrkarte bitte. Das hier ist schon sehr, sehr träge. Das Kassensystem-Gedöns hier. Das geht auf dem PC so bam, 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 bam. Fertig ist es. Und hier auf der PlayStation, da läuft schon sehr, 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 sehr langsam. So, links und links. Also von außen klingt die Hupe jetzt nicht so. Klingt von außen. Ja, hier ist noch ein kleiner Bug drin. In der Hupe. Sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Da freut sie sich oder drüber, weißt du, dass dann ihr Fisch denn eventuell gefuttert wurde von der Katze. Boah, warum nicht, ne? Kann man mal machen. So einzeln, Standard drücken. Danke. Ah, schon wieder, ja? Das so, ist vielleicht noch jemand, der jetzt noch laut Musik hört oder sowas. Ja, wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, ist schon Endhaltestelle? Hat sich da welche angesagt, oder?
Ach, hier ist schon der nächste Bug drin. Ach, Leute, Leute, Leute. Die patchen was, machen sie wieder neuen Fehler rein, aber das meint der ja. So was passiert. Sehr, sehr häufig. So, schauen wir mal, ob wir Level 14 erreichen. Zentrallager haben wir zumindest erreicht. Und ja. Oh, ja, hoho. Wir haben den neuen C3S 418 LE Business freigeschaltet. Ja, gut. Gut, dass ich jetzt nicht so ein Zetra-Fan bin. Schauen wir mal, ob das Ganze jetzt irgendwas gebracht hat hier. Ja, guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel den Punkt jetzt abgeschlossen. Obwohl ich eigentlich fast drauf. Was ist denn hiermit? Oh, der will 4. 4 will der haben. So, warte mal. Wo ist denn die? Platz, zeig mir mal. Ah, das sollte die Seite hier eigentlich. Oder? Ich guck mal ganz kurz nach hier. Hauptbahnhof, ja, das ist ja die, die wir gerade gefahren sind. Ja, dann habe ich hier einen Fehler drin. Und zwar müssen wir die Strecke noch bearbeiten. Das kann weg. Das kann weg. Das war nämlich das Komische gewesen. Sind hier nämlich alle zwei Haltestellen vorbeigefahren? So. Was macht denn jetzt hier? So, genau. Speichern. Gut, dann müssen wir leider die nochmal in den nächsten Part fahren, weil irgendwas stimmt die hier jetzt nicht. Wir haben jetzt eigentlich eine Aufgabe freigeschaltet, mit der ich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Keine Ahnung. Schauen wir uns im nächsten Part an. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt hier vom Bus-Simulator. Wenn ja, lasst ein Like da. Freue ich mich und ihr unterstützt mich damit. Und das ist halt immer was Gutes, ne? Und von daher bis zum nächsten Part hier zum Bus-Simulator. Tschüss, Leute!